Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Heute gibt es mal wieder eine klassische Bastelfolge, das heißt mit relativ ausführlicher Zeitraffer zum Thema Betriebswerksbau hier in Königsburg. Das Betriebswerk hat den Hintergrund, das soll eben so eine Art, naja, was heißt eine Art, es soll ein Betriebswerk werden, Schrägstrich Ausbesserungswerk, vor allen Dingen für den ganzen Personenverkehr, also Personenwagen, die ganzen Triebwagen, die im Regionalverkehr unterwegs sind, die haben hier jetzt eine Heimat bekommen und den Bau des ganzen Areals habe ich relativ lückenlos gefilmt und nur relativ wenig mit rausgenommen, also dann im Bereich der Detailsetzung gibt es da nicht mehr allzu viel zu sehen, aber so das Wesentliche, die komplette Gleissetzung müsste mit drin sein und genau das bekommt ihr jetzt aktuell zu sehen. Warum ich hier gerade diese Gleise noch mit reingezogen habe, ist einfach, damit ich die anderen Gleise, die bereits hier liegen, einfach schön sauber abschneiden kann sozusagen. Und dann kommen hier noch Spitzkehren dazu und die Spitzkehren, die kommen dann später noch ins Spiel. Die sind einfach dazu gedacht, damit ich mir hier Rangierlinien anlegen kann und aber auch einfach sozusagen Einparklinien, wo ich dann eben Züge einparken kann. Weil das ganze Areal soll natürlich auch ordentlich gefüllt sein. Und nicht nur irgendwie so eine leere Kulisse darstellen. Ich habe ziemlich frei drauf losgebaut, habe mir kein Layout vorher groß überlegt, nur so die Grundform. Aber das ist schon alles relativ zu großen Teilen jedenfalls Freestyle geworden. So, dann haben wir hier mal das erste Gebäude gesetzt. Die ersten Depots aufgestellt. Das wird jetzt alles schön mit den restlichen Schienen verbunden. Und dann in diese Richtung wird das Areal auch noch weiter ausgebaut. Also ist vielleicht ein bisschen groß geworden. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt wirklich realistische Dimensionen sind, aber es ist auch nicht so sonderlich unrealistisch, würde ich mal sagen. Also ich kenne jetzt hier zum Beispiel aus der Gegend, kenne ich halt ein großes Betriebswerk, was eben auch genau dieses Thema beinhaltet. Also ich glaube, es ist von DB Regio. Dort werden eben die ganzen Personenwagen gewartet und so weiter. Und das ist schon ein sehr, sehr großes Areal. Das habe ich damals auf der München-Karte auch nachgestellt. Das befindet sich so ein Stückchen hinter Pasing und es ist schon sehr, sehr groß, das ganze Ding. Und deswegen glaube ich, liege ich hier mit den Dimensionen nicht so verkehrt. Dann kommt hier nochmal ein extra Depot hin, also nochmal ein extra Gebäude, eine Wartungshalle. Und das ist eben für die Lokomotiven gedacht. Also ich habe praktisch alles hier so ein bisschen vereint auf diesem Gelände. Nicht nur Personenwagen, sondern eben auch die Loks, die hier eine Heimat haben. Das wird schön mit Gleisen ausgestattet. Dann wird alles schön zusammengeführt, also die ganzen Gleise. Auch hier trenne ich mir nochmal so einen kleinen Bereich ab und baue dort dann auch direkt Spitzkehren ein. Das ist immer gut, das direkt von vornherein mit einzuplanen, damit man dann im Nachhinein da nicht viel rumfummeln muss. Man kann das natürlich selbstverständlich auch ohne Spitzkehren machen, aber ich mache das immer ganz gerne, weil ich dann einfach Optionen habe für kleine Rangierlinien. Also das heißt, damit ich einfach Loks hin und her fahren lassen kann. Und so kommt einfach dann ein bisschen Bewegung auf das ganze Gelände. Und es stehen nicht nur Loks und Wagen rum, sondern es fährt einfach immer ein bisschen was durch die Gegend. Man kann auch schön immer ein paar Rangierloks durch die Gegend fahren lassen. Und so wirkt das Ganze dann immer so ein bisschen betriebsam und lebendig. So, und in dem Bereich bringen wir das ganze Ding dann langsam zum Abschluss. Da wollte ich auch noch mal ein bisschen größere Hallen haben.
Und welche Depots und Gebäude das jetzt im Detail sind, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht auswendig, aber ich habe auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle Depots und alles, was Richtung Betriebswerk, Gebäude geht, müsste ich alles von transportfever.net haben. Also einfach dort im Download-Bereich schauen. Da gibt es mittlerweile eine ziemlich gute Auswahl. So, Gleise gelegt, Spitzkehren gesetzt und jetzt stülpe ich da einfach diese Hallen drüber. Und dann haben wir hier ein schönes, langes, eine schöne, lange Halle stehen. Die restlichen Gleise werden noch verbunden, ein paar Weichen gesetzt. Dann in diesen Bereich hier unten habe ich dann geplant, das werden halt Abstellgleise, beziehungsweise also eigentlich eher Bereitstellungen für den Regionalverkehr. Also für die ganzen Talent-Triebzeuge und alles, was so grob in diese Richtung geht. Hier nochmal eine weitere Halle. Und noch eine. Auch das wird alles wieder schön zusammengefädelt, mit Weichen versehen. Und dann haben wir eigentlich schon mal eine ganz solide Grundform hinbekommen. So, weiter im Programm, was auch immer ein wichtiger Punkt ist, dass eben diese ganzen, also wenn ich ein großes Betriebswerk baue, dann braucht das natürlich auch einen Straßenanschluss. Hier ziehe ich mir schnell Straßen rein, damit ich eben auch wieder genau hier, exakt in der Mitte, diese kleinen Gleisstücke heraustrennen kann. Und dann können wir uns hier einfach schöne Unterführungen schaffen, Straße reingezogen. Weil irgendwie müssen die Leute ja da auch hinkommen. Also Lieferverkehr, Mitarbeiter und natürlich auch Einsatzfahrzeuge, Feuerwehr und so weiter, falls es mal brennt. Vielleicht wäre bei so einem großen Areal sogar eine Werksfeuerwehr eine ganz gute Idee gewesen. Im Nachhinein betrachtet. So, und dann wird auf jeden Fall auch auf diesem Gelände so ein kleines Straßennetz aufgebaut. Eben aus besagten Gründen. Dass die Feuerwehr überall hinkommt und dass natürlich auch die ganzen anderen Mitarbeiter da auf dem Gelände überall hinkommen. So, das wäre schon mal erledigt. Dann können wir die Unterführung zusammenbauen. Auch wieder mit Jofrids Viadukte. Da nehme ich mir diese Bogenelemente und baue die hier an die Schienen dran. Und schon haben wir eine kleine Unterführung geschaffen. So, passt. Dann kommt hier noch ein kleiner Parkplatz hin. Und diese große grüne Fläche hier, die wird jetzt einfach mit Schrebergartenkolonien bzw. Schrebergartenparzellen gefüllt. Großzügig. Und der Hintergrund dieser großen grünen leeren Fläche könnte möglicherweise sein, dass sich dort mal der alte Güterbahnhof befunden hat. Es gibt ja noch einen weiteren, also es gibt ja noch einen Güterbahnhof in Königsburg. Den Ist-Zustand, der ist natürlich noch nicht fertig. Aber das werde ich euch in einer der nächsten Folgen schon mal zeigen. Also voraussichtlich die übernächste Folge. Da werde ich euch so einen kleinen Ausblick geben. Und auch noch auf ein paar andere Sachen.
Einfach damit man mal sieht, wie so gerade der Zustand der Flughäfen ist, wie der Zustand der Schnellfahrstrecke ist. Aber wie gesagt, also die Idee dahinter, hinter diesem Schrebergartengelände hier ist halt, dass dort vielleicht der alte Güterbahnhof ist. Der ist eben einfach irgendwann veraltet gewesen, zu klein gewesen. Und dann hat man gesagt, man baut in Königsburg ein bisschen außerhalb der Stadt eben einen etwas moderneren, größeren Güterbahnhof. Und hier hat man die Gleise wieder rausgerissen, alles zurückgebaut und dort sind dann eben, ist diese ganze Schrebergartengeschichte dann entstanden. Was durchaus nicht ungewöhnlich ist. Die Schrebergartengeschichte an sich, das ist halt eher so ein kleines Nebenthema hier jetzt in der Bastelzeitraffer. Ich habe schon alles so ein bisschen ausdekoriert, bin aber nicht ins Detail gegangen. Und habe versucht, das einfach möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Hecken außenrum gezogen. Und dort, wo sich eben die Fußwege befinden, alles wieder weggerissen. Ich weiß nicht, ob das die schlauste oder schnellste Methode ist, aber es geht schon relativ zackig voran. Auf die Art und Weise. So, der erste Patch ist gefüllt und genauso habe ich eben noch ein bisschen weitergemacht. Weitere Parzellen angelegt. Jede Parzelle hat eine Hütte bekommen, eingezäunt und fertig. Ja, bisschen mühsam das Ganze, das muss man schon sagen. So, dann noch ein paar Bäumchen dazu und wie gesagt, der Detailgrad, also ich werde da jetzt keine Blumenbeete mehr anlegen oder irgendwie so ein Kram. Jede Parzelle kriegt halt eine Hütte spendiert, dann noch ein bisschen Grünzeug, vielleicht noch ein bisschen mit den Texturen rumspielen. Das war's dann aber auch. Das ist einfach nur reine Kulisse. Ein Fußweg, Zugang bekommt noch jede Parzelle und dann ist auch gut. Okay. So viel erstmal dazu. Kleiner Ausflug in Schrebergartiges. Dann machen wir am Betriebswerk ein bisschen weiter. Füllen das Ganze noch ein bisschen mit weiteren Gebäuden und dergleichen mehr. Gleisfeldleuchten natürlich ganz, ganz wichtig bei so einer Art von Gelände, damit man hier alles schön ausleuchten kann. Mit den Gleisfeldleuchten habe ich dann auch wirklich das ganze Areal bestückt und hier in diesem ganzen Bereich dann natürlich auch die Oberleitungsmasten per Hand aufgestellt. Schön viel mit diesen Rohrauslegern. Damit das Ganze auch nach was aussieht. Das ganze Gelände ist auch nicht komplett elektrifiziert, eben nur dort, wo es eben Sinn macht. Also hier, wo in diesem Bereich, dort, wo die Loks repariert werden
und ihr Betriebswerk haben. Da ist natürlich schon Oberleitung. Aber dort, wo die ganzen Personenwagen abgestellt werden, da gibt es keine. Und das ist halt genau auf diesem Areal, was ich eingangs mal kurz erwähnt habe, dort in Hintermünchen-Pasing, wo das Betriebswerk von DB Regio sich befindet. Da habe ich das damals genauso entdeckt. Dass eben die meisten Abstellungen großflächig einfach keine Oberleitung haben. Und die Wagen werden halt einfach mit kleinen Rangierloks, Dieselloks hin und her geschoben. So, alles noch ein bisschen mit Gebäuden auffüllen hier. Lagerhallen, Werkstätten und solche Geschichten eben. Okay, Signale dürfen natürlich nicht fehlen. Da erhebe ich keinen Anspruch auf realitätsgetreue Signalsetzungen. Aber ich glaube, so abwegig ist es nicht. Viel mit Sperrsignalen natürlich gearbeitet hier. Und ganz vorne halt ein paar Ausfahrsignale. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist das ganze Gelände irgendwie einzuzäunen. Graffiti-Szene ist ja auch ein Thema auf der Karte mittlerweile geworden. Und deswegen wird das hier alles schön abgesichert. Hoher Zaun mit einem schönen Stacheldraht obendrauf. Damit sich die Schmierfinken die schmutzigen Hände aufschneiden, wenn sie dahin wollen. Also, alles schön abgesichert. Da kann nichts passieren. Und auch das halte ich für sehr realistisch. Also gerade bei modernen Betriebswerken wird das ja von vornherein mit eingeplant, dass die Züge dort auch möglichst gut geschützt sind, die dort abgestellt werden. Das kann man in München sogar schön beobachten. Dort befindet sich in Steinhausen das große S-Bahn-Betriebswerk. Und das ist, glaube ich, noch nicht so alt. Das wurde irgendwann um die 2000er Jahre gebaut, glaube ich. Und das hat schon auch so ein bisschen was von der Festung teilweise, das Ding. So, dann hier diese ganzen Brückenkonstruktionen, die ich da vor längerer Zeit mal irgendwann gebaut habe, die werden jetzt noch abgestützt, bekommen hier noch so Stützelemente mit eingebaut. Schön viel Beton. Hier diese kleine Rampe, die ich da noch reingezogen habe. Wird auch noch abgestützt mit Betonpfeilern. Okay, dann sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten mit der ganzen Geschichte. Dann schauen wir mal, was wir hier sonst noch so alles hinbauen können. Dieseltankstellen natürlich. Passt immer gut dazu bei so einem Areal und da gibt es ja mittlerweile auch ein bisschen Auswahl. Ich glaube, 3 oder 4 verschiedene sind es und natürlich Stellwerke, auch ganz wichtig. Wo die Fahrdienstleiter den ganzen Betrieb hier im Blick haben. So, die letzten Dieseltankstellen werden gesetzt. Und ein bisschen Grünzeug darf natürlich auch nicht fehlen.
Na, es ist schon ein relativ großes Areal geworden. Aber wie gesagt, also ich glaube, von der Dimension her ist das durchaus nicht unrealistisch geworden. Ich habe es nicht ausgemessen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das hier sind. Ich denke mal, 2,5 Kilometer lang wird das Ding schon sein, wenn es reicht. Und das sind jetzt eben die besagten Einparklinien. Da kommen jetzt hier die Spitzkehren zum Tragen. Dort kann man sich einfach eine Linie setzen, von hier nach da zum Beispiel. Dann geht man hier zum nächstgelegenen Depot, stellt sich einen Zug zusammen, wie es beliebt, bunt gemischt, und schickt den dann eben genau auf diese Linie, lässt den dorthin fahren und stoppt ihn dann genau in der Position, wo man ihn haben möchte. Alles bunt gemischt, Fernverkehr, Regionalverkehr, Doppelstock, nicht Doppelstock, was auch immer. Hier habe ich alles Mögliche abgestellt. Und anhalten. Und so habe ich nach und nach diesen ganzen Bereich mit verschiedenstem Rollmaterial gefüllt. Okay, dann lassen wir das mal so stehen und schauen uns den Rest noch in Form bewegter Bilder an. Ein bisschen Kleinkram ist natürlich noch dazugekommen, so im Detailbereich, aber ich habe es dann auch nicht mehr sonderlich groß übertrieben. Ein paar Gebäude, ein paar Container hingeschmissen, mit den Texturen nochmal ein bisschen rumgepinselt, ein bisschen Gebüsch verteilt und solche Geschichten. Und halt ein paar Rangierlinien angelegt, genauso wie ihr das gesehen habt, in der Zeitraffer am Schluss. Und dort dann einfach anstatt Zügen einzelne Lokomotiven draufgesetzt, die einfach ein bisschen hin und her fahren. Nichts Besonderes und auch relativ sinnbefreit. Die fahren wirklich einfach nur hin und her. Von Spitzkehre zu Spitzkehre. Und ein paar der Rangierloks. Da habe ich halt eine Spitzkehre direkt auf Höhe von einer Dieseltankstelle gesetzt. So, damit das zumindest ein bisschen Sinn ergibt. Aber ich finde, Gesamtbild passt schon. Gerade wenn man da aus verschiedenen Perspektiven drauf schaut. So mit der Stadtkulisse im Hintergrund. Bisschen Bewegung im ganzen Gelände. Da fahren einfach ein paar Lokomotiven durch die Gegend. Größtenteils schön mit niedrigen Gleisgeschwindigkeiten, also so zwischen 10 und 20 km/h. Offizielle Rangiergeschwindigkeit sind ja 25 km/h, dann sind wir ungefähr in dem Bereich. Und dann sieht das schon nicht so schlecht aus. Gerade wenn da außenrum auch noch die Züge vorbeifahren auf den Hauptstrecken. Dann ist das nicht so verkehrt, wie ich finde. Also, nettes Areal geworden. Königsburg hat einfach noch ein bisschen Zuwachs bekommen bei den Gleisanlagen und hat jetzt auch ein ordentliches Betriebswerk. Und dann passt das auch. Links hinten kann man schon den Hauptbahnhof erkennen. Und hier im Vordergrund auch die Trambahnlinie. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Also es wird auf jeden Fall, ich werde in dieses Thema Tram nicht mehr so mega tief eintauchen, aber es wird auf jeden Fall noch eine Tramlinie geben, die ich mir herauspicke. Und die werde ich dann ordentlich ausdekorieren über die gesamte Länge. Und dann können wir das Thema auch nochmal schön mit einbauen. Natürlich mit einer Mitfahrt garniert. Weil das wird ja doch auch relativ regelmäßig in den Kommentaren erwähnt. Also wird auf jeden Fall noch kommen. Thema Trambahn hier in Königsburg. Internationaler Fernverkehr rollt vorbei. Im Hintergrund der schöne Railjet. Und hier die 101 im Rangierverkehr. Ja, das mit der Oberleitung, wenn ihr genau hinschaut, ist nicht ganz ideal geworden. Da müssten halt die Mastabstände geringer sein in der Kurve. Das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Aber so ein paar Schönheitsfehler hat ja jedes Gebastel auf der Karte. Ist auch total okay. So, da sehen wir es nochmal in seiner gesamten Ausdehnung, das Ding. Und ich habe uns mal hier mit der Kamera praktisch an den Zug dran geheftet, damit wir das hier nochmal schön in so einer Art Vorbeifahrt alles zu sehen bekommen.
Und falls ihr euch wundert, warum einige dieser Texturen im Hintergrund so flackern, das ist halt jetzt nicht die... Also ich habe einfach den Zug genommen und bin in die Cockpit-Ansicht gegangen. Also das ist eigentlich eine Führerstandsperspektive. Und die sehen halt immer ein bisschen schwierig aus, wenn ihr da schon mal drauf geachtet habt. Bei den Führerstandsmitfahrten, da gibt es viel Texturgeflacker. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt, aber das ist halt eben tatsächlich, wie gesagt, die Führerstandsperspektive. Und ich bin dann einfach mit der Kamera aus dem Zug rausgegangen, weil man dann einfach so schöne, ja, so eine Art Kamerafahrt eben hinbekommt. Der einzige Nachteil ist eben, dass dann die Texturen so seltsam aussehen. Manche zumindest. Aber ich finde, das tut der Sache keinen Abbruch. So, auch hier kann man erkennen, also da sind natürlich noch einige Baulücken. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Hier sind wir jetzt auch ungefähr auf Höhe von dem Güterbahnhof. Und dann gehen wir nochmal auf die andere Seite rüber und hängen uns an die S-Bahn dran, die gerade Richtung Hauptbahnhof fährt. Um das Areal nochmal aus diesem Blickwinkel in der ganzen Länge zu sehen, hier mit den Schrebergartenanlagen im Vordergrund. Aber fügt sich schon ganz gut ein, wie ich finde, dieses ganze Areal hier. Schöne, ausgedehnte Gleisanlagen. Auch hier so dieser alte, stillgelegte Bereich. Habe ich nochmal ein bisschen mit der Grastextur drüber gepinselt, dass das alles schön zugewuchert ist. Das sind vielleicht noch so die Überreste vom alten Güterbahnhof. Ja, so schaut's aus hier am Königsburger Betriebswerk. Viel Rollmaterial unterwegs. Hier nochmal die klassische Vogelperspektive durch die Augen eines Adlers. Texturmäßig, das habe ich eher so ein bisschen grau in grau gelassen hier an der Stelle mal. Finde ich eigentlich ganz passend. Und wie man hier auch ganz gut erkennen kann, ich habe relativ viele von diesen kleinen Stromkästen nochmal verteilt. Habe ich tatsächlich auch in der Realität gesehen. Und da waren das sogar noch deutlich mehr. Auch in so einer Art. Das war eben auch, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Ja, schon aber auch irgendwie so Bereitstellungen oder Abstellbereiche. Irgendwo in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes. Das ist mir irgendwie so ein bisschen ins Auge gestochen, dass da ganz, ganz viele von diesen Stromkästen rumstehen. Und das habe ich dann hier mal noch mit eingebaut. Da wird auch ein einzelner Steuerwagen von der Rangierlok durch die Gegend geschoben oder gedrückt, wie in dem Fall. Das wäre dann nochmal die Perspektive davon. Bisschen zu schnell mit 30 km/h. Ich bin dann noch mal kurz dran gegangen und habe die Gleisgeschwindigkeit auf 10 km/h reduziert. Und das sieht dann so aus. Ja, gleich deutlich realistischer, wie ich finde. Und auch das könnte man natürlich mit der Rangierlinie noch ein bisschen netter gestalten, dass man die Rangierlinie halt bis in irgendeine Halle hineinführt und von dort aus wieder zurück. Aber hier, der fährt einfach nur hin und her. 200 Meter vor, 200 Meter zurück. Einfach nur, damit ein bisschen Gelände, bisschen Bewegung mit auf dem ganzen Gelände ist. Aber das finde ich insgesamt schon wichtig, dass einfach ein bisschen was durch die Gegend fährt. Muss alles nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben, aber wichtig ist das schon. Und auch in dem Bereich, die ganze Stadtkulisse, die man hier im Hintergrund sieht, ist auch wirklich nur Kulisse. Wie ich das jetzt schon einige Male gemacht habe, also einfach nur Häuser aufgestellt. Viele Häuser. Und vielleicht noch ein paar Bäume gepflanzt und mehr passiert da auch nicht. Einfach, dass so ein bisschen Großstadtfeeling aufkommt. Hier habe ich auch nochmal einen ÖBB-Klassiker abgestellt.
und Rollmaterial, wie gesagt, alles sehr, sehr bunt gemischt. Hier aus Perspektive der Baureihe 101 im hinteren Führerstand, da mal ein bisschen rausgefilmt. Auch eine nette Variante hier, diese THW-Version, die kannte ich auch noch gar nicht. Ich glaube tatsächlich sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass ich die 101 sogar im Workshop abonniert habe. Und da sind wohl in der Zwischenzeit noch mal ein paar weitere Sonderlackierungen dazugekommen, die ich alle noch nicht kannte. Also das ist ein sehr, sehr umfangreiches Paket mittlerweile. Ja, cool. Jede Menge Rollmaterial hier in den Bereitstellungen. Im Hintergrund rollt der Fernverkehr. Das passt schon. Könnte natürlich alles noch ein bisschen detaillierter sein. Keine Frage, aber irgendwann will ich auch mal fertig werden mit dem ganzen Zeug hier. Für meinen Bedarf klangt's. So, hier nochmal kleine Perspektive hier im Rangierbetrieb auf dem Gelände. Und das ist eben auch, eigentlich ist das die Führerstandsansicht, aber ihr könnt da mit den Pfeiltasten und mit WASD könnt ihr die Kamera halt verschieben, näher dran, weiter weg und auch in die Höhe und so weiter. Man kann das ja ziemlich frei alles verstellen. Und dann kriegt man eben solche netten Perspektiven hier hin. Schon auch ein nettes Stilmittel, was man schön mit einbauen kann. Weiter rauszoomen und die Kamera ein bisschen in die Höhe packen. Kriegt man nette Bilder. Ein kleiner Ausflug in den hinteren Bereich des ganzen Areals. Hier im Hintergrund gut zu sehen. Ein paar Rangierlinien, wo einfach Loks hin und her fahren. Da hinter uns die 146 ist es, glaube ich. Ja, passt schon, oder? Würde ich sagen. Kann man Haken drunter machen. Königsburg hat ein weiteres Areal dazu bekommen. Und irgendwas Richtung Betriebswerk hat ja in Königsburg tatsächlich noch gefehlt. Die hatten ja wirklich noch gar nichts eigentlich in der Richtung. Ein paar Abstellbereiche halt und das war's. Das wäre hiermit auch erledigt. Eine Heimat für die ganzen Personenwagen und gleichzeitig auch für die Lokomotiven, die in Königsburg beheimatet sind. Die haben jetzt alle ein entsprechendes Gelände bekommen. Und ich bin durchaus zufrieden mit der ganzen Geschichte. Gut. Dann kommen wir langsam zum Ende. In der nächsten Folge wird es mit dem ähnlichen Thema weitergehen, allerdings in einer etwas kleineren Dimension. Dort wird dann Karlsberg auch noch das letzte zum Thema
Betriebswerk bekommen, und zwar bekommen dort die Lokomotiven auch noch eine eigene Heimat. Spendiert, etwas detaillierter, etwas kleiner, aber auch nicht so verkehrt, denke ich mal. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.